Moins, halb 10 in Deutschland. Guten Morgen, Leute. Heute fahren wir mal nach Gillenfeld zum größten Pulvermar, was es da so gibt. Ja? Ein Vulkansee, ein kleiner. Da wollen wir mal rumspazieren, mal ein bisschen anschauen. Kann man vielleicht auch mit dem Tretboot fahren. Mal sehen. Bis später. Wir sind jetzt hier angekommen am Gillenfeld, in Gillenfeld, beziehungsweise am Pulvermar Gillenfeld. Gibt es auch eine Brunnenstation. Auf 46 Meter Tiefe sitzt die Pumpe. Insgesamt ist er 52 Meter tief. Auf 46 Meter Tiefe sitzt die Pumpe. Ist hier Wasserwerk Gillenfeld von 1928. Auch ganz interessant. Da vorne haben wir gerade so eine Infotafel. Ja, gehen wir jetzt einmal rum hier, ne? So, hier ist noch eine Aussichtsplattform am Holzmar. Da sind wir jetzt auch noch. Nochmal so ein kleines Mar. Ja, kannst du mal einmal rumlaufen, ein bisschen in 2 Minuten durch. Aber interessant, ja. Oh, was ist denn da? Ja. Eine Ente. Eine Sumpfente. Ja, leider war der Akku leer. Ich konnte nicht mehr weiter filmen. Das Feriendorf haben wir leider nicht gefunden. Weil irgendwie ist das wohl mal verkauft worden irgendwann und ja, die Steinhäuser haben sie wohl abgerissen und da ist jetzt irgendwie ein Campingplatz mit so kleinen Buden und sowas. Kann man noch so Holzhäuser mieten und so, aber naja, leider. Gut, sonst sind wir noch mal um ein zweites Mal rumgewandert. Habt ihr vielleicht noch, glaube ich, ein Stückchen vom Video gesehen? Ich meine, ja. Ja, ansonsten, wie gesagt, leider konnte ich den Rest nicht mehr filmen. Funktionierte nicht, Akkus waren leer, Powerbank hatte ich vergessen aufzuladen, war natürlich blöd. So ist das Leben. Bis zum nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn nicht, guckt ein anderes. Ja.